Ja, die ZDF-Sendung Ist der Kapitalismus am Ende? 13 Fragen. Kapitalismus abschaffen, pro oder contra? Ist doch ein Meilenstein der Menschheit sozusagen. Und Sie können dann auch die drei wichtigsten Stellen der Sendung, können Sie dann auch hier unten drunter anklicken. Sie müssen also nur in der Infobox, in der Linkliste, müssen Sie im Prinzip nur eben die kompetente.peopleheer.de anklicken, also die Partei des Gemeinwohls, PDG, die Kompetente. Und dann haben Sie eben gleich als erstes die ZDF-Sendung, weil sie doch ein Meilenstein war, das im öffentlich-rechtlichen Fernsehen immerhin mal zugelassen wurde, dass über die Gemeinwohlökonomie gesprochen wurde, mit der ja Richard David Precht hatte ja mit Felber auch schon öfters gesprochen, öffentlich und aber im Fernsehen, dass die im öffentlich-rechtlichen großen Fernsehen Gemeinwohlökonomie erwähnt wurde. Hier finden Sie diese drei Links, ja. Also, und der Satz lautet ja hier auf der Parteiseite: Im ZDF, dann hier die drei wichtigsten Stellen. Hier übrigens die dritte Stelle ist die, wo direkt über Gemeinwohlökonomie und Gemeinwohlbilanz gesprochen wird, und Punktwerte und so weiter. Also im ZDF, im Europäischen Parlament, bei den Grünen, Linken, bei SPD und ÖDP, bei kirchlichen Organisationen und Universitäten, überall wird diskutiert über die weltberühmte Gemeinwohlökonomie nach Christian Felber, GWÖ, Google-Suche, Google-Com-Search, GWÖ und oder GWO, GWL, PWÖ, GWG und so weiter. Was ist die beste Gemeinwohlwirtschaft für die Menschheit und für ihr ganz persönliches Leben? Wie wird Deutschland schnellstmöglich zu einem echten Gemeinwohlstaat? Das wissen und können die PDG und ihre kompetenten externen Berater. Ja, das heißt also, und dann hier wieder nochmal neu auch das Gütesiegel, das wahre, hässliche und gute. Innerhalb der Marktwirtschaft gilt, dass das wahre, schöne und gute leider nicht existiert, sondern immer nur das wahre, hässliche und gute oder das unwahre, schöne und manipulierende und blendende und abzockende. Das ist leider in der Marktwirtschaft kann nur, weil sie, die Marktwirtschaft besteht aus Marktzwängen und Zwängen hin zu vorteilbringenden Irrtümern. Und deswegen gilt in der Marktwirtschaft nur der Satz, das Unwahre, Schöne und Blendende, Schlechte und Abzockende und das Wahre, Hässliche und Gute. Erst wenn wir die Gemeinwohlwirtschaft eingeführt hätten, dann würde es gelten, dass nach einiger Zeit durch die umgedrehte Evolutionsrichtung wir tatsächlich auch in der Gemeinwohlwirtschaft dann wirklich sagen können, es gibt wieder das wahre, schöne und gute, weil nämlich die Firmen, die uns Gutes tun, auch am meisten verdienen und deswegen dann auch mit einem schönen Design daherkommen können. Aber so sehen Sie jetzt hier, können Sie ja, kann man nochmal so zeigen hier. Das hüpft leider alles immer ein bisschen viel, finde ich. Aber so gibt es jetzt auch diese Sendung, ist direkt nochmal verlinkt hier mit dem Bild. Das Bild kann man auch hier sehen. Ah ja, das ist nochmal, aber ich gehe gerade mal auf das. Wo ist es denn, unser wahres, schönes? Ah ja, da ist es doch, das neue Bild. Gütesiegel. Das wahre, hässliche und gute. Also das ist ein Bildschirmfoto einfach von dem Gütesiegel. Fallen Sie einfach nicht mehr auf diese ganzen Blendungen rein. Ach ja, das war die Bild-Zeitung. Es gab ja diese drei großen Berichte. Einmal bei Dr. Franz Alt, früherer Reportchef,
Mainz im ZDF wohl, oder war es die ARD? Auf jeden Fall großer Fernsehmacher, Dr. Franz Alt. Und hier, ja, fast ein bisschen zurückhaltend soll das hier unten heißen. Ich weiß nicht, ob Sie es jetzt gerade lesen können. Also 900 Milliarden Euro für das Klima, also leider mit den ganzen Tippfehlern. Das war am Mittwoch, dem 26. Juni 2019. Da hatten wir die Konferenz angesetzt, zu der die leider die ja letztendlich ja, das war dann die Pressekonferenz, die wir gemacht hatten, weil eben Fridays for Future im Prinzip der Einladung unseres Angebotes 900, durch Einführung der Gemeinwohlwirtschaft und Beendigung des Kapitalismus 900 Milliarden Euro für das Klima zu beschaffen, ja eigentlich kein Interesse hatte sozusagen daran, Fridays for Future und so weiter. Und dann hat man, die Kölner Gruppe ist natürlich falsch, aber der Weltrat und Next, damals hieß es Second Scientists for Future 2 Initiative Weltrat, also zweites Scientists for Future 2 Initiative Weltrat. Das ist hier natürlich mit Tippfehlern, wie so häufig bei Journalismus. Journalismus kann nicht mehr schreiben, das ist normal mittlerweile. Das haben wir ja auch bei dem großen Trendinterview gesehen. Ne? Hier unten rechts übrigens an dem rundlichen Ding draufklicken, Wiedergabegeschwindigkeit erhöhen, macht Freude. Ja, und durch eine also diese 900 Milliarden Euro will Next Scientists for Future, wie es ja heute heißt, durch eine Gesundheits-, Ernährungs- und Pflegereform erreichen. Politische Parteien reagieren auf den Rat der Weisen zurückhaltend, ja, weil sie alle kapitalismushörig sind. Das war ja damals für mich das große Entsetzen, dass ich da in einem Saal vor 500 Studenten oder 300 Studenten so gesagt habe, dass wir nicht drumherum kommen, den Kapitalismus zu beenden, weil ja der Kapitalismus sozusagen die ganze halbe Erde schon zerstört hat und der wird auch den Rest der Erde noch zerstören und unser Lebensglück sowieso und so weiter. Und dass dann diese Mitbilligung der Students for Future, dieser Frank Schätzing, also von dem Buch Der Schwarm, eben da ja eben einfach mal so eben den Kapitalismus verteidigen durfte. Also in dieser rechten Uni in Köln, das ist halt nun mal eine rechte Uni. Und der Frank Schätzing ist ein Rechter und das hat mir damals ja auch gezeigt anhand der Students for Future Köln, dass einfach das ganze Fridays for Future Geschehen und Scientists for Future und Students for Future eine knackig rechte, Kapitalismus erhaltende Geschichte ist. Da geht es darum, die quasi irgendwelche Illusionen und Träume zu haben über Beendigung der Erdprobleme und Klimaprobleme bei gleichzeitiger Erhaltung des Verursachers dieser Probleme, nämlich des Kapitalismus, der Marktwirtschaft. Ne? Ist schon der Hammer. Ne? Aber jetzt bin ich ein bisschen abgedriftet. Jetzt gehe ich erstmal wieder zurück zu dem, was ich eigentlich jetzt noch machen wollte hier. Ja, die Annoncen, die dann in Schrot und Korn demnächst erscheinen sollen, es dauert allerdings ein bisschen. Nochmal, also meine persönliche Annonce, so unter Kontakte, suche Frau mit Interesse an Gemeinschaften, suche Frau mit Interessen Gemeinschaftsleben, Gemeinwohlökonomie, Unterkunftsplatz, Befreiung des polyamoren weiblich-bisexuellen Gruppeneheglücks. Montag bis Sonntag 10 bis 20 Uhr. Also das heißt, wo sind dazu die passenden Bilder? Pup. Ja, also das.
bin ich jetzt in dem Yuppie-Style, das hier im zugewachsenen Corona-Style mit bisschen Bart und langen Haaren. Lange Haare mal ausnahmsweise ohne Brille, Kontaktlinsen sozusagen. Und hier wieder mit Brille, der Yuppie-Style. Ja, also im Moment eher der gemütliche Corona-Style, wo man viele Leute mit langen Haaren und Bärten wieder sieht. Ja, und hier ein Musterbeispiel für das wahre Hässliche und Gute. Die Homepage von Diplom-Theologe Jürgen Wagner. Und dann haben wir hier unsere einfachen Flyer, wobei die jetzt mit dem teuren Papier natürlich doch schon ein bisschen nicht total hässlich aussehen, jedenfalls. Aber das ging eben auch mit ganz einfachen Mitteln. Ja, und dann hier unser Forum, Weltrat der Weisen. Hier nochmal auch dann hier der Diplom-Theologe, der ja, also die geisteswissenschaftliche Seite hat. Also ich gehe gleich nochmal auf die Annoncen zurück, aber so haben Sie schon mal die Bilder gesehen. Partei des Gemeinwohls, ja, das ist Gütesiegel, das wahre, hässliche und gute, da haben wir es. Ja, vielleicht erst einmal so viel dazu. Dann gehen wir mal wieder zurück hier. Ja, warum? Also wir sprechen ja immer in unseren Sendungen davon, von den urmatriarchalen, pazifistischen Bonobo-Schenker-Kommunismus. Also sozusagen, wir haben ja jetzt in fast 1000 eigenen Sendungen aufgezeigt, wie die Marktwirtschaft und uns unser natürliches Leben geraubt hat, ja. Die Natur war damals gestanden vor einem Problem. Wir haben in unserer Säugetierevolution, ich gehe mal hier hin, vielleicht habe ich dazu noch mal, in unserer Säugetierevolution hatten wir in den letzten, ja, der große Aufstieg der Säugetiere dauert ja jetzt nun schon 65 Millionen Jahre seit dem Aussterben der großen Dinosaurier sozusagen. Hatten die Säugetiere Platz, groß werden zu können, weil sie nicht sofort weggefressen wurden von den Dinosaurier-Raubtieren, von den Tyrannosaurirex. Ja, und da hatten wir das Problem, dass wir quasi, ja, löwenartig bei der Säugetierevolution haben, also riesige Eckzähne für Rivalenkampf und Jagd. Und dann hatten wir die vor 13,8 Millionen Jahren dann auch die Gorilla-Männer mit den riesigen Eckzähnen für den Rivalenkampf. Die Gorillas, die ja gar nicht auf die Jagd gehen, wo sich also zeigt, dass die Eckzähne in erster Linie eben Waffen für den Rivalenkampf sind und immer erst in zweiter Linie, wie bei den Löwenfrauen, eben Jagdwerkzeuge sind, Jagdwaffen sind. Und beim Gorilla sieht man, dass auch diese riesigen Eckzähne eben dann auch eben ausschließlich Rivalentötungswaffen sein können. Und wir hatten also diese zwei Probleme. Wir haben also unheimliche Verluste an Kindern gehabt und Menschen, also Lebewesenmaterial durch die Rivalentötung, die bei den Löwen doch durchaus sehr häufig vorkommt, wenn da so drei Brüder zum Beispiel gegen also drei Brüder
die da ein Revier innehaben sozusagen und die sozusagen, ja, wenn die dann von drei anderen jüngeren, etwas fitteren Brüdern oder zwei bis drei Brüdern angegriffen werden und dann getötet werden oder schwer verletzt werden, vertrieben werden, was auch immer, aber auch getötet werden, das sind ja alles Verluste, ja. Und wenn diese dann die drei neuen Herren des Reviers dann als erstes Mal die Kinder töten, dann sind das auch wieder große Verluste, ja, sozusagen. Und da hat es sich die Evolution eben keinen anderen Rat gewusst. In der Evolution, die ist ja wie so eine Art Zittern, die Evolution, ja. Das wird, also die Dinge, das werden einfach alle möglichen Dinge ausprobiert, um in jede Lücke, die es auf der Erde gibt, hinein Leben hineinzubringen. Und dieses Zittern besteht ja aus einzelnen Mutationen oder auf jeden Fall irgendwelchen Veränderungen des gesamten genetischen Materials des Lebewesens, und so zittert sich das dann in jede Ecke der Erde hinein. Und dieses Zittern hat halt allerdings nicht, wir dürfen nicht davon ausgehen, dass das unendlich perfekt ist, dass das also so kleinteilig ist, dass wirklich jede Ecke, die denkbar ist, dann auch von der Genetik gefunden wird, also von den Genen gefunden wird, ja. Und die Evolution hat nur die Lösung gefunden, diese teuren Rivalentötungen und Kindertötungen als Verlustfaktor sozusagen abzuschaffen durch eine andere teure Investition, die aber nicht ganz so teuer ist wie diese ständigen Rivalentötungen und Kindertötungen, ja? Und zwar hat sie das Modell entwickelt, dass sie die Sexualität ausgeweitet hat, so dass also dann dass hier, also zum Beispiel hier, das Sozialsystem hat sich dann so umgebaut. Was haben wir hier? So vor etwa 5 Millionen Jahren ist ja wohl, glaube ich, der aufrechte Gang schon ziemlich stabil gewesen, ne? Aufrechter Gang mit Fell. Dann vor 4 Millionen Jahren ist wohl im Wesentlichen abgeschlossen gewesen der Umbau, der erste Umbau der Sozialsysteme, nämlich dass der Rivalenkampf abgeschafft wurde. Das erkennt man daran, dass die Eckzähne, die großen Rivalentötungswaffen verschwunden sind und noch keine technischen Waffen vorhanden waren, denn die wurden ja erst vor etwa 2,5 Millionen Jahren ungefähr erfunden. Das heißt also, wir haben hier den Hinweis, dass die Sozialform sich umgebaut hat, dass die Männer nicht mehr über Rivalenkampf konkurrierten, sondern alles den Frauen und Kindern schenken, und die Frauen eben mit allen Frauen Sex hatten, damit die Kindertötung durch andere Frauen aufhört. Dafür musste man halt leider viel Zeit investieren, so wie wir das bei den Bonobos ja heute noch offen sehen können. Da wird viel Zeit darin investiert, dass sich die jungen Frauen, die aus anderen Gemeinschaften, aus anderen Gruppenehen kommen, sich dann einlieben und eben weiblich bisexuell sind. Die Männer sind wie bei den Löwen ja eben dadurch, dass ja, wobei es bei Löwen andersrum ist, bei Löwen werden die jungen Männer aus der Gruppe vertrieben. Und bei den Bonobos bleiben die Jungen, alle männlichen bleiben immer in der Ursprungsgruppenehe sozusagen. Dadurch häufen sich dort miteinander verwandte Männer an. Deswegen ist das
Die Investition in die männliche Homosexualität nur gering ausfallen, aber in die weibliche Homosexualität, die musste zu 100% entstehen, so dass man sagen kann, Frauen sind zu 100% bisexuell und Männer sind heterosexuell mit einer gewissen homoerotischen Note, die gerne auch gelebt werden kann und darf, bei denen die entsprechende Glücksmöglichkeiten haben oder auch die es geschafft haben, dann die unsere marktwirtschaftlichen Verbote gegenüber der Homoerotik zu überwinden. Also ich habe das noch nicht geschafft. Ich weiß auch nicht, wie weit. Also ja, sind ja. Ich erinnere mich daran, dass ich in der Jugend durchaus mal einen sehr hübschen Jungen, der sehr mädchenartig, hübsch und schön ausgesehen hat, dass ich darauf durchaus auch mal reagieren konnte. Das zeigt also, dass also auch bei mir diese genetische Lustmöglichkeit, diese leichten homoerotischen Komponente ja auch irgendwo mal genetisch da ist, aber immer stärker natürlich von der Marktwirtschaft unterdrückt wurde. Männer werden ja schon auch immer dressiert Richtung Zwangsheterosexualität und unsere homoerotische kleine Komponente wird unterdrückt, außer eben bei den offen männlich-homosexuellen. Und aber bei den Frauen ist eben, da haben wir ja es mit der totalen Sexualitätsunterdrückung zu tun. Da ist ja die Bisexualität massiv unterdrückt. Die Frauen sind ja eigentlich bei den Bonobos das sexuelle Zentrum der Gruppenehe sozusagen. Ja, also hier, da, also in diesem Bereich hier hat sich also die ganze Zeit schon, muss sich ja angebahnt haben, dieses neue Sozialsystem. Also noch einmal, die Grundstruktur ist, Männer schenken alles den Frauen und Kindern. Die Frauen verschenken ihre Liebe und damit die Chancen der Männer, an die Eizellen der Frauen heranzukommen, gemäß der Schenkleistung der Männer. Und solch ein Sozialsystem verhindert eben zuverlässig jede Form von Rivalentötung oder braucht keine Rivalentötung und keine gibt's auch keine Kindertötung mehr, weil keiner der Männer mehr weiß, wer der Vater welches Kindes ist. Und wenn sie irgendein Kind töten oder schädigen würden, könnte es sein, dass sie ihr eigenes, genetisch einziges eigenes Kind in der Gruppenehe töten würden. Und deswegen hören dann Säugetiere auf mit der Kindertötung. Und Frauen eben hören auch auf, die Kinder der anderen Frauen zu töten, wenn sie so viel Liebesgefühle über so viel Zeitaufwand mit Sex haben, Genital Rubbing, GG-Rubbing bei Bonobo-Frauen und so weiter, ja, dass die eben sozusagen ja, diese Lebenslust haben und diese Liebeslust und die führt dazu, dass es eben nicht mehr zu Kindertötungen durch Frauen kommt, ne? Und dadurch haben wir ein hochfunktionierendes Sozialsystem. Und bei unseren Vorfahren dürfte sich das gleiche Sozialsystem dann auch entwickelt haben. Hier vor 2,5 Millionen Jahren die Erfindung der Technik. Vor 2 Millionen Jahren nochmal, also dann auch der Rückgang. Bewegen wir uns Richtung Homo erectus. Und vor 2 Millionen Jahren wurde dann auch nochmal die Körpergröße, also das, was der Gorilla hat ja zwei Waffen, seine Eckzähne und seine riesige Körpergröße. Männer sind ja doppelt so schwer wie die Frauen. Das war natürlich für den Rivalenkampf gewesen, ja. Und bei uns ging es dann runter bis zu einem Maximum von 1,09 zu 1, also so dass Männer dann in bestimmten Kulturen, gerade in den liebevollen Kulturen der Südsee zum Beispiel, nur noch geringfügig schwerer und größer waren als Frauen. Und ja, von daher war dann alles geschaffen eigentlich für, ja, dass den urmatriarchalen, pazifistischen Bonobo-Schenker, für die urmatriarchalen, pazifistischen Bonobo-Schenker kommunistischen Gruppenehen, also die
Das, was ich hier eben ja genannt habe, wo ist es? Das polyamore weiblich-bisexuelle Gruppeneheglück. Ja? Weil eben bekannter als die Formulierung von den urmatriarchalen, pazifistischen, Bonobo-Schenker, kommunistischen Gruppenehen ist ja der Begriff des Polyamoren, der ja immerhin schon das viele Lieben beinhaltet, worum es ja auch geht. Viele Menschen, viele lebenslänglich lieben in Zuverlässigkeit und verantwortlicher Fürsorge und so weiter für die Frauen und Kinder. Und dann weiblich bisexuell, da kann sich auch jeder was drunter vorstellen. Und Gruppeneheglück, das Gruppenehe, das zeigt nochmal die Stabilität des Ganzen. Hier geht es wirklich dann um lebenslange Ehen, weil es dann ja auch keinen Grund mehr gibt für Trennungen, weil es sind ja dann weder die marktwirtschaftlichen Manipulationen noch da, die die Menschen zum Kontra aufhetzen sozusagen, zum Streit aufhetzen, zur Streitsucht und Rechthaberei und so weiter aufhetzen, was dann zum Scheitern von Ehen führen kann, oder eben die sexuelle Langeweile, dass eben ein Partner eben unserer Natur eben nicht genug ist, sondern in den Gruppenehen, die ja bis zu 150 Individuen haben sollten, wegen der vielfältigen Anregung, die geistig damit verbunden ist, Innovationen begünstigt, sollte ja die Gruppenehe, ja, dann, wenn wir sagen, wenn dann 40 Männer, 40 Frauen, dann hat man also als Mann immer die Abwechslung mit 40 verschiedenen Frauen, und die Frauen haben sogar die Abwechslung mit 40 verschiedenen Frauen und 40 verschiedenen Männern Sex zu haben, also mit 80 verschiedenen Liebespartnern die Frauen, und dadurch wirklich ein erfülltes Liebesleben zu haben und multiple Orgasmen und so weiter, zu was ja Frauen alles fähig sind, was wir Männer eher gar nicht können. Wir sind ja sexuell die kleinen Lichter, und die Frauen sind von Natur aus eigentlich die großen Lichter, die also auch für den Sex mit 80 verschiedenen Personen geeicht sind und konstruiert sind, und wir nur für vielleicht den Sex mit 40 verschiedenen Frauen geeicht sind, und leichte homoerotische Kontakte mit den mit uns verwandten Männern. Also die Natur hat also die große Sexualität dort einsparen können, wo ja wir Männer uns sympathisch sind, weil wir Onkel, Großväter, Urgroßväter, Väter, Söhne, Onkel, Neffen, Cousins und was auch immer sind, und von daher auch eine gewisse Sympathie vorliegt. Ja, ich erinnere mich noch auch an meine kleinen Cousins, die auch so richtig hübsche Kerlchen waren, und die irgendwie, wo dann auch einer irgendwie, ja, mich irgendwie so ein bisschen erotisch berührt hat. Also das zeigt schon auch, dass die Genetik von uns Menschen, eben, dass die männliche Genetik auch so eine leichte homoerotische Möglichkeit hat, aber ja, bei mir eben, ja, ich finde sicherlich höchstens Männer höchstens mal ein bisschen attraktiv, die eben sehr weiblich, sehr schön weiblich aussehen und so weiter. Also bei mir scheint genetisch zumindest das nicht, wobei man das ja nicht weiß, wie groß der genetische Geschichte ist, weil ja die Marktwirtschaft einfach alles bei uns so unterdrückt, dass wir gar nicht mehr wissen. Wir wissen ja gar nicht, wer wir sind. Wir wissen ja unsere Genetik nicht, wenn immer sofort auch Angst, die durch in der Marktwirtschaft in uns reingebracht wurde, immer dann auch gleichzeitig auftaucht. Denn Angst tötet natürlich sexuelle Gefühle. Ja, also von daher ist da sozusagen da nichts zu machen. Ne? Ja, und dann haben wir die. Ja, dann lese ich gerade noch mal hier zuvor.
Ja, die ma marktwirtschaftliche, glücksunterdrückerische, ja, Lebensweisen, die werden übernommen, weil wir ja eben, wir werden ja sozusagen in der Marktwirtschaft, bei mir waren es ja die Schlüsselerlebnisse, das Unterbinden der Doktorspiele oder das ängstliche Reagieren meiner Mutter auf die Doktorspiele mit der hübschen Nachbarstochter, als wir ganz klein waren und so weiter. Und dann auch so, dass mein Vater mir Angst bekommen hat und damit signalisiert hat, dass eben ein zärtlicher Kontakt zwischen männlichen Lebewesen eben auch irgendwie unschicklich ist in der Marktwirtschaft. Und solche Ängste, die ja, und so wurde uns dann beigebracht, dass eigentlich Körperkontakt nur in einer Zweierbeziehung erlaubt sei und das am besten noch in einer heterosexuellen Zweierbeziehung. Und dieses Zwangssystem, diese glücksunterdrückerische Lebensweise, die war ja das war das, was uns quasi die polyamore, weiblich-bisexuelle Gruppenehe mit ihrem Gruppeheglück geraubt hat, damit wir, weil in der Evolution es eben sich als erfolgreich herausgestellt hat, wenn wir alle sozusagen statt sexuell befriedigt zu sein, unbefriedigt sind, Endorphinmangel, Glückshormonmangel alle haben, alle mehr oder weniger depressiv sind, Volkskrankheit Einsamkeit, Volkskrankheit Depression und aus dieser Einsamkeit und Depression heraus maximal kaufsüchtig, konsumsüchtig, shoppingsüchtig, alkoholsüchtig, zigarettensüchtig, medikamentensüchtig und so weiter werden und eben maximal konsumieren und darauf läuft die Marktwirtschaft irgendwann perfekt raus. Also wir werden alle irgendwann alle nur noch schwer depressiv rumlaufen und nur noch Konsumsucht praktizieren. Und dann ist die Marktwirtschaft so an ihrem Endziel angekommen. Und das andere Endziel der Marktwirtschaft ist ja so, dass dann die Menschen aufgehetzt werden, dass alle gezwungen werden zum maximalen Konsum von Produkten der Gesundheitssparten wie gerade und so weiter. Und ja, das ist ganz normal in der Marktwirtschaft. Das ist nichts Besonderes. Da gibt's nur eine Lösung zur Gemeinwohlwirtschaft wechseln. Ja, weswegen ich ja nochmal hier zeige hier. Das ist also ja das ist unsere politische einzige Chance, die wir auf der Welt haben. Ja, die Partei des Gemeinwohls. Gemeinwohlwirtschaftspartei, die erste der Erde, Deutschland als erster echter Gemeinwohlstaat, während es ja lauter so blende Sachen auch gibt, wo das nicht wirklich, hier haben Sie nochmal die Homepage-Adresse, können Sie auch direkt so eintippen, können Sie aber auch in der Infobox unten anklicken, die kompetente. Ja, und so, und den Samstalk, den werden wir halt so, dem werde ich jedenfalls, werde den Samstalk so nutzen, dass ich das so sehe. Der Diplom-Theologe Jürgen Wagner hat das auch durchaus nachvollziehen können, dass ich so sehe, dass wir experimentell die Dinge haben. Ich habe ja eben gesagt, ja, die Evolution hat keinen anderen Weg gefunden. Das schlechte Tun, also die Rivalentötung, die Kindertötung zu beenden durch eine Großinvestition in eine Ausweitung der sexuellen Zeitverschwendung sozusagen. Aber das war der notwendige Preis, weil die anders die Evolution, die Kindertötung und Rivalentötung nicht in den Griff gekriegt hat und nicht weggekriegt hat. Und er versucht es ja noch experimentell, das ist dann sein Experiment, dass er versucht, ob die Kraft des Geistes es schaffen könnte, sozusagen letztendlich, das ist ja sein experimenteller Teil, wo ist es, die Kraft
Das ist sein experimenteller Teil und seine Linie und sein Schwerpunkt in seiner Supervisionsvariante. Mein Schwerpunkt liegt also in der Ermöglichung, sozusagen, dass Polybiamoren, weiblich-bisexuellen Gruppenehglücks statt der Konsumsucht und so den Raubbau an der Erde zu reduzieren durch Rückgang der Konsumsucht, was ja auch Nico Pech formuliert hat, Professor Nico Pech in der PWÖ, der Postwachstumsökonomie, dass er erkannt hat, welch Riesenproblem diese Konsumsucht ist, ja, und der Diplom-Theologe Jürgen Wagner, Spitzname Öff oder Öffi, hat eben dann die Idee, geisteswissenschaftliche Idee, dass der Geist die Kraft haben könnte, eben über die Gene zu herrschen, ja, ja. Ja, aber eben die Marktwirtschaft hatte eben die Polybiamore, weiblich-bisexuelle Gruppenehe, ja, ausgeschlossen. Das ist so ähnlich wie wenn man bei einer Katze, wenn ich also bei einer Katze, die ja Lebenslust durch Jagen von Mäusen und anderen Kleintieren erlebt. Jetzt könnte es ja sein, dass es irgendwann der Katzenfutterindustrie sparte, der Katzenfuttersparte gelingen könnte, dass alle es eklig finden, dass die Katze da ständig irgendwelche Kleintiere jagt und dabei manchmal auch eben zu wenig konsumiert, weil sie dann sozusagen manchmal schon satt ist von ihrer Jagdbeute. Das stört das stört ja letztendlich ja, ich habe leider kein passendes Bild, aber wenn wir das mal hier als Katze gerade sehen, dann geht die Katze ja auf die Jagd und hat dort ihre Lust erleben. Jetzt könnte ja die Katzenfutterindustrie auf die Idee kommen, könnte sich da ein Irrtum entwickeln, dass es doch toll wäre, wenn man die Katzen erziehen würde, vielleicht mit kleinen Elektrogeschockgeräten, dass immer wenn sie ein Beutetier fixieren, dass dann irgendwie da eine optische Erkennung stattfindet und dann die Katze einen elektroschmerzhaften Elektroschock bekommt, so dass sie dann aufhört, und das Mausen lässt sozusagen. Die Katze lässt das Mausen. Also das heißt, dann würde jetzt diese Glücksmöglichkeit der Katze unterdrückt werden. Das würde ungefähr dem entsprechen, dass bei uns die Gruppenehe-Glücksmöglichkeit quasi per Elektroschocks unterbunden wurde. Die Elektroschocks für die Frauen waren zum Beispiel die Hexenverbrennung, also das Hexenfeuer war der Elektroschock, der also den Frauen signalisiert hat, Schluss mit Sexualität, hört auf, ihr müsst jetzt euer sexuelles Wesen, ihr seid nicht jetzt nicht mehr sexuell, sonst kriegt ihr die Elektroschocks der Hexenverbrennung und so ähnlicher. Und heute heißt die Hexenverbrennung, oh du Schlampe, du hast ja so viel Sex und so weiter, du böse Schlampe, du und so. Oder? Also statt Hexe heißt es heute Schlampe. Ne? Und man wird nicht direkt verbrannt, aber man wird sozial verbrannt, ne? Als Frau, wenn man ein munteres Liebesleben führt. Weswegen, also auch die beste Freundin ist ja die erste, die einen dann als Schlampe beschimpft, als Frau. Deswegen, Frauen sollten ihre Sexualität eigentlich immer im Geheimen machen. Nicht öffentlich und so weiter, weil sie werden ja von der Marktwirtschaft diesbezüglich verfolgt. Ja, das ist ja systematische Verfolgung. Und ja, und dann diese Katzen, die Katze, dann fehlt ihr die Lustmöglichkeit des Jagens, ihr fehlt dieses Lebensglück. Erleidet einen Endorphinmangel und wird esssüchtig und frisst mehr. Und da sie ja auch die Jagdbeute nicht mehr runterschlucken kann, wird am Ende gewaltig mehr
sozusagen Katzenfutter verkauft. Ich bin gespannt, wann das in der Marktwirtschaft kommt, dass das genau so kommt. Ja? Denn das ist sicherlich im Moment das Jagdglück der Hauskatzen und die konkurrierende Beute, also dass der Bauch der Katze schon voll ist mit Mäusen und Ratten und Vögeln und so weiter, das stört beim maximalen Konsum des Katzenfutters. Und wenn wir dann alle unsere Hauskatzen, wenn sie sich nicht mehr trauen, jagen zu gehen durch die Elektroschockbehandlung, und dann werden wir alle übergewichtige, fette, faule Katzen bei uns rumliegen haben, die aber all das wunderbare Katzendosenfutter wunderbar leer fressen, ne? Und einen riesigen Konsum an den Tag legen. Ja, warum soll es der Katze besser gehen als bei uns Menschen, wo wir schon so viel 300 Kilo Menschen haben, die auch nichts anderes mehr können als fressen, ne? Das ist das Endziel der Marktwirtschaft. Ja, also darauf wird das immer weitergehen. Vielleicht sind auch ihre Kinder und Enkel schon massiv übergewichtig oder auf dem Weg dahin. Naja, das kommt noch. Warten Sie nur ab. Die Marktwirtschaft schafft das schon. Ne? Von wegen, die Marktwirtschaft ist ja die beste aller möglichen Welten. Die müssen wir ja so lassen. Ne? Ja, nochmal, die Evolution hat also keine andere Möglichkeit gesehen, Rivalen und Kindertötung allgemein schlechtes Tun zu beenden. Die hat eben die Möglichkeit nicht gesehen, durch geistige Entwicklung irgendwie die Kontrolle zu kriegen. Biologen haben ja sowieso eher den Verdacht, dass sowieso das Gehirn nur ein Hilfsorgan ist. Ja, wir wissen ja, wir sehen ja Kühe zum Beispiel. Entwickeln keine großen Gehirne. Ja, warum? Weil sie damit nichts anfangen können. Gehirne sind nur Instrumente auf dem Wege zur Ressourcenbeschaffung. Und wenn ich aber zum Beispiel mit einem größeren Gehirn gar nicht die Hände habe, eine Kuh hat keine Hände. Sie hat als Manipulationsinstrument eigentlich nur ihre Lippen. Da kann sie so ein bisschen rumfummeln, ja? Aber ansonsten hat sie kein Werkzeug. Ja, und dadurch kann sie mit einem größeren Gehirn, ein größeres Gehirn, kann sie einfach nicht in Ressourcen um, in mehr, ein Mehr an Ressourcen umsetzen. Also kann es auch, werden immer die Mutanten, die Kühe mit den größeren Gehirnen, ja, die werden immer wieder aussterben, weil sich das nicht rächt. Das Gehirn ist dann unnützer Ballast, weil sie mit dieser größeren Intelligenz, weil sie nicht die Hände haben, um das umzusetzen, während Elefanten wenigstens eine Hand haben, die Rüsselhand. Und von daher, mit der Rüsselhand und den Stoßzähnen haben sie also wenigstens ein bisschen Werkzeuge. Deswegen können Elefanten größere Gehirne evoluieren, weil sie mit dieser Intelligenz und der Rüsselhand zusammen können sie dann sich mehr Futter und Nahrung verschaffen, ne? Aber bei Kühen und Rindern ist das also offensichtlich nicht der Fall. Und weil die eben kein Manipulationswerkzeug haben. Und wir haben eben gleich zwei Hände, mit denen wir alles fein manipulieren können. Zur Not können wir sogar was mit den Füßen noch festhalten und so weiter. Also können wir letztendlich mit allen vier Gliedmaßen können wir werkeln und tun und machen, ja. Und das und mit den 10 verschiedenen Fingern und so weiter. Und ja, dadurch können wir sozusagen, wenn dann eine Mutation entstand mit einem größeren Gehirn, dann konnte die tatsächlich auch über die vier Manipulationswerkzeuge, dann haben wir ja noch den Mund mit den Zähnen und so weiter, konnten wir so viel rumwerkeln an der Welt, dass wir damit so viel mehr Futter verschafften, dass sich das wachsende Gehirn, ein großes Gehirn, tatsächlich gut ernähren konnte und sich rechnete sozusagen. Und so ging das mit der Gehirnevolution immer weiter hoch, bis die Marktwirtschaft dann so erfolgreich wurde in den letzten 400.000 Jahren, 0,4 Millionen Jahren hier, dass es dann vor 40.000 Jahren kippte, ungefähr zeitparallel mit der Erfindung von Geld und
allmählichem Aufkommen der schrecklichen Erfindung, der schrecklichen marktwirtschaftlichen Erfindung von Ackerbau und Viehzucht, wo unsere Nahrung immer schlechter wurde und wo es dann, ja, wo wir, und seitdem haben wir ja laut Aussage von zwei, drei verschiedenen Professoren in der Welt, mittlerweile schon hier 150 Milliliter Gehirnsubstanz wieder verloren, also von einem Maximum von durchschnittlich 1,5 Litern sind wir runtergeschrumpft auf 1,35 Liter. Wir verblöden quasi Stück für Stück und degenerieren wahrscheinlich in der Marktwirtschaft immer weiter, bis wir alle am Rollator hinschleichen. Ja, das ist genau der Punkt, dass eben, ja, das letztendlich. Ich kann ja gerade noch mal gucken hier. Ja, hier, dass wir eben einfach die Tatsache haben, dass in der Marktwirtschaft alle Irrtümer, die uns naturbelassenes Leben und naturbelassenes Liebesglück wegmanipulieren und wegreden im Sinne einer Gehirnwäsche, Propaganda, Manipulation, Werbung, also diese Irrtümer, die erweisen sich in der Marktwirtschaft als vorteilbringende Irrtümer, weil dann der Händler unheimlich sich bereichern kann an unserer Konsumsucht und dann ganz viele leibliche und geistige Nachfahren die Folge sind und dadurch verändert sich dann, also die all diese Nachfahren und alle Geiste, ja, alle Nachfahren strahlen ja eine Gehirnwäsche aus. Wo haben wir die Gehirnwäsche? Ja, hier, da haben wir dann die verschiedenen Sparten in der Marktwirtschaft und alle diese Sparten senden Gelder aus Richtung Politik, Parteien, Spielfilmmacher, Journalisten, Universitäten und so weiter. Und quasi irgendwann findet sich nicht nur das ganze Geld auch dieser Sparten auch hier in unseren, ja, letztendlich mimetischen Impulsgebern in der Gesellschaft, also so von denen wir und unser Denken bestimmt wird. Hier wird vorgedacht und wir denken nach und dort befinden sich die gesamten vorteilbringenden Irrtümer eben auch der Sparten, die finden sich dann hier in den Köpfen und von den Köpfen gehen sie in unsere Köpfe als Gehirnwäsche, Propaganda, Manipulation, Werbung, landen die vorteilbringenden Irrtümer eben auch in unseren Köpfen, ne? Und ja, und das so einfach ist die Welt. Und das haben wir jetzt ja in bald 1000 Sendungen dargestellt. Ja, dann gehe ich nochmal. Ja, also nur durch die ja, hohen Kosten ausgeweiteter teurer Sexualität war es der Evolution gelungen, das schlechte Tun im Sinne von Rivalenkampf und Kindertötung zu beenden? Weiß ich es besser als die Evolution? Ja, also ich weiß nicht, also der Diplom, das traue ich mir nicht zu, aber der Diplom-Theologe Jürgen Wagner traut sich eben zu, eine Verantwortungsbildung, eine Bildung bei den Menschen auszulösen, dass die aus dem schlechtes Tun rauskommen. Also meine These wäre natürlich, dass er nur deswegen nicht voll auf den Weg der ja, polyamoren, weiblich-bisexuellen Gruppenehe Sexualität setzt, weil er eben ja auch vielleicht ein Opfer der Marktwirtschaft ist und diese Tabus auch bei ihm angekommen sind und die Unterdrückung der Sexualität auch bei ihm angekommen ist. Und er hofft und setzt auch darauf, dass die Kraft des Geistes quasi die genetischen negativen Tendenzen unterbinden könnte. Also das, was wir gesehen haben in der Forschung, in der soziobiologischen Forschung, Professor Eckhard Folan, Professor Christian Vogel damals gesehen haben, dass eben Männer, die denken, sie seien der Stiefvater eines Kindes, mit 40-fach größerer Wahrscheinlichkeit dieses Kind töten oder verletzen oder quälen und so weiter,
als Männer, die denken, das sei ihr leibliches Kind, ne? Also da sieht man, dass nach wie vor in uns das alte Säugetiererbe ist, was man auch bei den Bonobos sehen kann. Sobald die sexuelle Befriedigung fehlt und sobald die Idee fehlt, ah ja, das Kind könnte ja auch mein eigenes sein, sofort flackert bei uns Säugetieren, also genauso bei den Bonobos, aber auch bei uns sofort wieder die Tendenz zur Kindertötung auf. Da? Und das zeigt mir, dass eben, ja, dass es nicht so leicht ist, dass irgendwie durch das Geistige diese Tendenzen zur Kindertötung wieder reduziert, also das Geistige die kontrollieren können. Aber ich bin gespannt auf das Experiment, dass ob erstens müssen wir erstmal beide natürlich die geisteswissenschaftliche experimentelle Schiene und die naturwissenschaftliche experimentelle Schiene, wir müssen ja beide überhaupt erst einmal schaffen, dass in einer Marktwirtschaft, in der alles total krank und anders ist, überhaupt Leute zu finden, die in den beiden Experimenten überhaupt mitmachen wollen. Und wer weiß, vielleicht ist es am Ende noch viel schwieriger für die polyamore, weiblich-bisexuelle Gruppenehe mit Experimentierende zu finden, als für die etwas verklemmtere Variante, die aber eben versucht, über Kraft des Geistes sozusagen, das schlechte Tun in der Welt zu reduzieren, ne? Ja, gut, interessant, sollte man experimentell sehen, aber ich werde im Samstalk eben immer deutlich machen, dass ich für die experimentelle Linie der Gruppenehe, des Gruppenehe-Glücks stehe. Ja, und jetzt lese ich nochmal hier weiter. Wo ist es? Dann hatten wir hier noch die zweite Annonce. Gemeinwohl, Ökonomie, Abgeordnete, Kanzler werden. Gemeinwohl, Ökonomie, Landtags-, Bundestagsabgeordnete, Kanzler, Testwahl 56% werden. Ja, warum will die Partei des Gemeinwohls einen Kanzlerkandidaten, zwei vielleicht, einen Mann, eine Frau oder so, aufstellen? Ja, weil, wenn durch irgendetwas, gerade wird ja Bericht geschrieben von einer früheren DPA-Mitarbeiterin, Deutsche Presseagentur-Mitarbeiterin. Vielleicht klappt das ja, wenn irgendwie bekannt würde, aha, es gibt die erste Partei der Gemeinwohlwirtschaft, die erste Gemeinwohlwirtschaftspartei der Erde in Deutschland. Dann hat man ja gesehen in der Testwahl, in der simulierten Bundestagswahl, dass das bis auf 56% Wahlstimmen hochschießen kann dann sofort. Und dann brauchen wir natürlich, wir bräuchten ja schon bei 25% Kanzlerkandidaten, weil wir dann ja schon den Kanzler stellen können, ja, problemlos, ne? Bei der heutigen Parteienlandschaft, ne? Ja, und von daher, dann hier nochmal in der Annonce der Text, ZDF, Grüne, Linke, SPD diskutieren über weltberühmte GWÖ, also Gemeinwohlökonomie. Ja, die Annoncen müssen ja immer nach der Menge an Text, die erlaubt ist, oder die. Ja, und dann die nächste Annonce haben wir geschaltet. Kostenlos, erstens Supervision, zweitens Unterkunftsplätze. Kostenlos, Supervision, zweitens Unterkunftsplätze in Gemeinschaft. Konfliktlösung, Befreiung aller Glücksmöglichkeiten auf Wunsch. Polyamores, weiblich-bisexuelles Gruppeneheglück. Ja, das waren die Annoncen, die Stadtrevue, die sind so ähnlich, ne? Die hatte ich ja schon gezeigt. So, ja, das war's von den Annoncen her. Dann, ja, wie gesagt, schauen Sie sich die ZDF-Sendung an. Wenigstens diese drei Stellen, die drei wichtigsten Stellen, können Sie dann direkt hier auf der Homepage anklicken.
Schauen Sie sich das an. Na, das ist alles so. Ja, vielleicht so. Ja, und dann haben wir eigentlich alles Wichtige, glaube ich, erledigt. Ja, tschüssi, bis bald.